So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Spartakus und wir machen heute weiter mit Kanban IW von Vita Lacerda. Ich hatte euch ja schon bereits ein Setup-Video und den ersten Teil des Solo-Let's Plays gezeigt. Die Videos sind bereits verfügbar. Ich verlinke euch das Solo-Let's Play, den ersten Teil, und da drin ist ja dann auch verlinkt das Setup-Video. Das findet ihr aber auch sicherlich in meinem Kanal. Ich rücke hier nochmal ein paar Teile zurecht. Das ist Quatsch. Das hier ist falsch positioniert. Zur Erinnerung, wir hatten als lilafarbener Spieler gegen David Tocci, Vita Lacerda und Sandra eine Solo-Runde begonnen und haben uns im Laufe von 2 Wochenwertungen, die bisher gelaufen sind, und einem Testdaten-Meeting, was stattgefunden hat hier auf der Ecke, bereits mit 25 Punkten ganz ordentlich versorgt, denke ich. Es geht aber weiter. Jetzt nach dem, was wir zuletzt gemacht haben, das war ein Meeting und das hat jetzt, wir haben jetzt neue Leistungsziele hier unten liegen. Die Abschlussziele sind nach wie vor unverändert und bei den Abschlusszielen gucken wir nochmal drauf. Wir brauchen 7 Zeitgutschriften, da sind wir noch nicht ganz. Wir brauchen 3 Bücher. Wir haben im Moment, das hatte ich am Ende des letzten Zuges vergessen, die haben wir tatsächlich gerade derzeit. Und wir brauchen 2-mal den Expertenstatus. Den haben wir auch schon erreicht. In den anderen Bereichen sind wir zertifiziert, aber noch nicht Experte. Und wir sind, dadurch, dass wir voll zertifiziert sind, haben wir alle Plätze frei. Das ist auch in Ordnung. Und wo wir uns jetzt darauf konzentrieren müssen, sind die nächsten Leistungsziele, die jetzt, die hier anstehen. So, da war's. Die Kollegen haben sich hier Autoteile gesammelt, einen Kleinwagen von der Teststrecke genommen. Und wir wollten jetzt gleich beginnen mit der nächsten Auswahlphase. Und wir schauen nochmal, wo wir noch stehen. Zertifizierungsleiste, wir ganz vorne, dahinter Vita Lacerda, dahinter David Tocci. Das wird sich auch nicht mehr ändern, denn wenn Herr Tocci sich zertifiziert, in der Zwischenzeit wird sich auch Herr Lacerda weiter zertifizieren, noch ein letztes Mal. Und damit rutscht er dann nach hier und Herr Tocci wird dann hier oder hier landen. Die Punkte kriegen die beiden aber nicht, das heißt, die würde ich nicht verlieren als Solospieler. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen wieder Vortragsmarker. Da brauchen wir eigentlich nur noch 2 für das nächste Meeting. Die können wir noch vollsetzen fürs nächste Meeting. Aber für die Abschlusswertung brauchen wir weitere 3. Wir müssen also damit ein bisschen haushalten. Wir gucken nochmal auf die Leistungsziele. Zertifizierung hier, Zertifizierung dort. Das können wir an beiden Stellen gewährleisten. Das wären sichere 4 Punkte, wenn wir die als erste auch ausspielen können, um den Punkt zu besetzen. Um diesen Multiplikator hier zu besetzen. Autos in den Garagen 4 oder 5. Da haben wir im Moment nur eines in der Garage 5, könnten also 4 Punkte kassieren. Simulieren wir mal kurz das Meeting. Ich würde anfangen, würde hier den Marker setzen, 4 Punkte kassieren. Vita Lacerda würde dann anschließend seinen Marker hier hinsetzen auf die 2, auch wenn er da keine Punkte für bekommt. Er bekommt nur die 2 Punkte. Aber ich kann maximal dann nur noch 4 Punkte holen. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht darauf fokussieren, hier ein Auto zu platzieren. Wenn ich das machen wollte, dann könnte ich hier 8 Punkte holen, würde dann aber hier diese 4 Punkte liegen lassen, weil die dann durch Vita Lacerda besetzt werden würden. Und das heißt, so oder so spielt es keine Rolle. Ich muss jetzt also nicht zwingend da auf dieses Auto spielen. Hier, das ist die Zertifizierung in der Forschung und Entwicklung, die haben wir ja auch. Und auch da können wir uns 4 Punkte holen, wobei wir dann aufpassen müssen, was Herr Tocci macht. Er würde nämlich erst, wir würden hier anfangen, Herr Lacerda würde dort hinsetzen, Herr Tocci würde dort hinsetzen. Dann könnten wir hier zertifizieren, die 4 Punkte holen, dann würde Herr Tocci aber dort hinsetzen. Das sind also relativ wenige Ziele. Was haben wir denn noch an Zielen? Relativ wenige Plätze für die vielen Marker, denn als nächstes würde Herr Tocci wieder 3 Vortragsmarker bekommen, um hier Leistungsziele zu belegen, und Vita Lacerda würde 2 bekommen. Damit sind insgesamt 5 Plätze von 2, 4, 6 Plätzen relativ schnell belegt. Wir können also maximal 2 belegen und haben dann noch eigene Ziele zu verfolgen. Kleinwagen könnten wir uns holen, das wären 8 Punkte. Oder Sportwagen könnten wir uns holen, das wären 8 Punkte. Oder wir können uns holen 2 Elektronikteile, auch das können 8 Punkte werden. Oder 2 Batterien, auch das können 8 Punkte werden. Also hier liegen nochmal 8 Punkte für uns, die wir im nächsten Meeting holen können. Dafür müssen wir aber
Teile sammeln, was billiger ist als Autos zu holen. Aber Autos besorgen uns auch hier Gutscheine und Gutschriften. Sportwagen steht da hinten, den könnten wir uns vielleicht fischen. Müssen wir mal schauen, was wir machen können. Teile liegen im Lager. Das ist die aktuelle Ausgangssituation nach dem letzten Meeting. Gut, und ich hoffe, ich denke auch wieder an die ganzen Regeln, die jetzt hier gelten. Und hoffe, dass ich da nichts übersehen habe. Es geht los mit dem nächsten Tag, mit dem nächsten Werktag, mit der Auswahlphase. Als erstes von oben gesehen ist Sandra dran. Und sie rutscht auf jeden Fall in die nächste Abteilung. Dann ist Herr Turci dran. Wir ziehen wieder eine Auswahlkarte. Zeigt auf die unterste Plankarte, das ist diese. Er würde in die Logistik gehen, da ist er aber schon. Das heißt, er geht als nächstes in das Design. Dann sind wir dran. So, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt kein Auto produzieren. Es ist im Solo-Spiel verboten, zu Sandra dazuzuziehen als menschlicher Spieler. Da kann ich jetzt nicht hin. Ich könnte in die Logistik, um etwas zu machen, zum Beispiel Batterien besorgen und mir dann hier ins Lager legen. Dann hätte ich schon relativ schnell diese 8 Punkte sicher für das nächste Meeting. Aber was ich auch überlegen könnte, wir schauen mal, wo Vita Laferda hin könnte. Er könnte ins Design, da wäre frei, wenn wir weg sind. Er könnte aber auch in die Forschung und Entwicklung. Und wenn er dahin kommt, geht er auf die Position 3. Aber wenn wir die belegen, würde er in die Produktion gehen oder ein Auto nach vorne schieben in die Produktion. Was vielleicht auch nicht so schlecht ist, ich glaube, wir holen uns den Sportwagen. Darauf lege ich es mal an. Das müsste funktionieren. Können wir ein Design verbessern? Nee, haben wir derzeit nicht. Wir haben einen Gutschein, aber wir haben nur ein grünes und ein blaues Design mit der Karosserie, was wir verbessern könnten. Auch über das Recycling können wir tauschen. Also wir könnten eine Karosserieverbesserung durchführen. Entweder für den Kleinwagen oder für das SUV. Und hätten damit noch ein weiteres verbessertes Design. Wir können aber auch mal schauen, ob wir in der Lage sind. Wir haben ein anderes Problem. Wir haben hier bei der Sandra, die in der Produktion steht, die würde uns als nächstes bewerten, weil wir als schlechtestes fortgebildet sind. Und der Bewertungsmaßstab sind 2 oder weniger Autos in der Produktion. Um hier positiv rauszukommen, bräuchten wir 3 Autos in der Werkstatt, nicht in der Produktion. Um hier positiv rauszubekommen, bräuchten wir hier ganz schnell 2 Autos. Um 2 Autos zu kriegen, können wir aber auch an die Teststrecke, also sprich in die Forschung und Entwicklung, da stehen 2 Autos. Wir könnten uns also theoretisch beide Autos schnappen. Gucken wir uns das mal an, ob das geht. Fortbilden brauchen wir uns dort nicht. Auto schnappen heißt Designplättchen abgeben dafür und dann können wir uns das Auto nehmen und das erste Auto würde eine Schicht kosten, das zweite 2 Schichten, wären 3 Schichten. Schauen wir, ob wir die Designplättchen haben. Wir haben keines davon. Das heißt, wir können uns gar kein Auto nehmen. Und das wiederum heißt, dass wir hier gleich an die Wertung kommen. Wir können uns nämlich auch nicht fortbilden entsprechend und das heißt, wir verlieren gleich Punkte. Und zwar einen plus die Differenz zu 5 auf unserer Leiste. Wir würden also 2 Punkte verlieren. Können uns keine Autos holen, können aber Autoteile verbessern. Wenn wir jetzt ins Design gehen, können wir hier noch für eine Zeitgutschrift sorgen, weil wir nämlich hier im Kleinwagen oder beim SUV uns auch Zeitgutschriften holen können. Das ist auch möglich. Das heißt, der Verlust würde sich auf einen Punkt beschränken, den wir gleich erleiden. Und wir brauchen zum Verbessern eine Schicht und wir können 2-mal verbessern. Wir haben nämlich noch einen Gutschein, den wir einsetzen können. Wir können beide Karosserieteile verbessern und sammeln dadurch 2 Schichten, Zeitschichten, genau, und würden dann auch den Verlust bei der Bewertung in der Produktion, den wir gleich erleiden werden, reduzieren. Genauso machen wir es. Wir besetzen die 3, auch wenn vielleicht wir gar nicht so viele Schichten brauchen werden. Und das heißt, als nächstes wählt Herr Laferda jetzt aus. Die obere Karte ins Design und da ist frei.
Also die beiden Kollegen sind im Design und damit geht's los mit uns. Und wir tauschen einmal im Recycling das Fahrgestell gegen die Karosserie und verbessern jetzt das Teil. Kriegen dafür gleich noch die zwei Punkte, verbessern die Karosserie im Kleinwagen und setzen uns hier auf einen Zeitgutschriftmarker. Die Karosserie ist verbessert. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich die Spezialfähigkeit hier für das Design einsetze. Das ist nämlich eine doppelte Verbesserung. Wie die genau funktioniert, gucken wir uns noch mal ganz kurz an. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Doppelte Verbesserung. Wo ist es? Design. Wir müssen in der Forschung und Entwicklung gucken. Falsche Abteilung. Hier. Einmalig ein Design doppelt verbessern. Okay. Was ich hier machen kann, wenn ich in der Forschung und Entwicklung zertifiziert bin, dann kann ich einmal, das ist dieses Teil hier, ein Design um zwei Stufen verbessern. Das könnte ich jetzt mit genau diesem Design tun. Nee, das machen wir. Ha. Da wir zweimal Karosserie verbessern wollen, machen wir das am Anschluss, weil es gibt nämlich nachher noch einen Punkt mehr. Also, wir machen hier eine ganz normale Karosserie-Design-Verbesserung um einen Punkt und bekommen diese zwei Punkte extra, sind jetzt bei 27. Das war eine Schicht, die wir eingesetzt haben. Und jetzt setzen wir den Autoteile-Gutschein ein, legen den weg, nehmen uns dafür aus dem Vorrat eine Karosserie und verbessern die Karosserie für den SUV. Nehmen uns noch eine Zeitgutschrift, also insgesamt schon zwei. Dann lege ich den Hilfsmarker hier hin. Und damit haben wir zwei verbesserte Designs für die Karosserie hier liegen und hier sogar ein getestetes Design für die Karosserie. Okay, und jetzt nutze ich hier die Möglichkeit, das zweimal zu verbessern. Und das heißt, ich erhöhe den Wert um zwei Felder für die Karosserie und drehe den Marker um. Der hat nämlich auf der Vorderseite das normale Karosseriesymbol und auf der Rückseite noch einen weißen Balken dadurch. Und das führt dazu, dass dieses Design einmal doppelt verbessert wurde. Also 1, 2, 3 und einmal doppelt macht also vier Verbesserungen. Und ich bekomme jetzt jetzt muss ich mal genau gucken, welche Punkte ich bekomme. Ich bekomme jetzt nicht diese zwei Punkte, sondern diese fünf, weil ich das doppelt verbessert habe. Und das kann man auch pro Autoteil nur einmal tun. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind jetzt bei 32. Okay. Das sollte funktioniert haben. Wir haben zwei Schichten ausgegeben und eine dritte Schicht brauche ich tatsächlich nicht. Ich kann kein Design verbessern und ich habe keinen SUV auf der Strecke, den ich mir nehmen könnte. Das heißt, wir sind hier durch und bekommen jetzt mit unserem Zug die zwei Zeitgutschriften und sind fertig. Damit sind wir aber auch über der 5. Das heißt, wir verlieren jetzt hier bei der Bewertung von Sandra. Ich habe nur ein Auto in der Garage stehen, keine drei oder mehr. Und ich verliere jetzt also Punkte und zwar entsprechend einen plus die Differenz zur 5. Wenn wir weniger als 5 Zeitgutschriften haben, haben wir nicht. Wir verlieren also einen Punkt. Jetzt gehen wir zurück auf 31. Okay, das war Sandra hier und ihre Aktion in der Abteilung ist, hier alles freizuräumen. Das geht alles in den Vorrat. Okay. Damit ist Sandra auch durch und die beiden Kollegen sind im Design und im Design, da haben wir hier auch die Hilfskarte liegen, entsprechend Sandras Aufenthaltsort nimmt sich Herr Tocci, gucken wir auch nochmal nach, zwei Designplättchen entsprechend Sandras Aufenthaltsort und vorher geht er natürlich in die Zertifizierung hier, einmal weiterbilden, jetzt nimmt er zwei Designplättchen. Sandra steht in der Produktion. Das würde
diesem Stapel hier entsprechend, diese beiden Designplättchen nimmt er sich. Jetzt kommt eine kleine Sonderregel für die Produktion. Die Kollegen bekommen ausschließlich Designs, die verbesserbar sind. Dieses Design hier ist nicht verbesserbar. Das hier, gucken wir uns nochmal genauer an, wie da die Regel lautet. Bisher gab es nur verbesserte Designs. Jetzt bekommen sie nur eines, aber dieses hier kommt hier drunter. Und dafür bekommen die Kollegen, ja, nichts falsch machen hier, Design. Nicht verbesserbare Plättchen kommen zurück unter den Zentralstapel, habe ich gemacht. Die Kollegen erzielen für jedes auf diese Weise zurückgedeckte Plättchen 2 Punkte. Das heißt, ich verliere jetzt nochmal 2 Punkte, weil sich Herr Turci ein Design teilnehmen musste, was nicht verbesserbar war. Dafür ist das Teil aber wieder da, um sich dann später einen Kleinwagen von der Teststrecke zu holen. Okay, das heißt, die 2 Punkte sind weg. Herr Turci ist mit seinem Zug durch. Er macht nichts, wenn er zertifiziert ist oder nicht. Das spielt für ihn keine Rolle hier. Damit rutschen diese Teile nach und das hier rutscht nach. Okay, jetzt ist Herr Lacerda dran und im Gegensatz zu Herrn Turci holt er sich zweimal Designplättchen anhand von Sandras Aufenthaltsort. Sandras Aufenthaltsort, haben wir gerade festgestellt, führt dazu, dass wir auf diesem Stapel nehmen müssen. Produktion, ja, passt. Sind wieder diese beiden. Die ganzen Kleinwagen-Designs gehen jetzt also gerade zu den Kollegen. Die sind beide verbesserbar, kommen also hier runter. Er rutscht nach. Und dann nimmt er sich zusätzlich jetzt noch, weil er zertifiziert ist, nicht zweimal vom gleichen Feld nehmen, sondern er nimmt sich zusätzlich ein Feld vom ein Designplättchen vom Zentralstapel. Das ist dieses hier. Auch das bekommen Sie. Die Kollegen sammeln also fleißig Designs. Ach so, was wir vergessen haben, ist die Zertifizierung. Und beide rutschen in der Zertifizierung eine weiter. Gut, damit haben wir den Zug auch erledigt. Jawohl. Wir brauchen Designs, um Autos nehmen zu können. Designs für den Pickup oder den Sportwagen liegen hier. Da können wir aber gerade nicht hin. Wir können nicht in die Produktion, weil da Sandra noch liegt. Also können wir nur auf die Logistik oder die Verwaltung. Ja, was spricht dagegen, sich Autoteile zu holen? Aber wir müssen, der Tag ist zu Ende, wir müssen aufs Recycling schauen. Recycling gibt es nicht. Auswahlkarten kommen auf den Ablagestapel. Die Plankarte rutscht hoch. Neue Plankarten. Fertig. Also, Forschung und Entwicklung wird wahrscheinlich mindestens ein Kollege hingehen. Und vielleicht Design, da dürfen sie aber nicht bleiben. Das heißt, dann würde einer in die Verwaltung rutschen, wenn diese Karte kommt. Ansonsten landen vielleicht sogar beide in der Forschung und Entwicklung. Das heißt, die wären vor mir dran. Und ich würde jetzt hingehen und... Ja. Es lohnt sich nicht, in die Verwaltung zu gehen, um in der Forschung und Entwicklung nochmal zu arbeiten. Wo müssen wir uns denn noch fortbilden? Wo können wir uns noch 3 Punkte holen? Auf der ganz rechten Seite hier. Lasst uns mal in die Logistik gehen. Sandra geht auch in die Logistik, wäre da als Nächster dran. Und der Bewertungsmaßstab ist, auch hier würden wir wieder bewertet, weil wir am schlechtesten fortgebildet sind. Und da bräuchten wir, gucken wir nochmal rein, mindestens 3 Autoteile. Haben wir nicht. Das heißt, wir werden hier bewertet und verlieren wieder einen Punkt. Ja, müssen wir in Kauf nehmen. Und was macht sie? Sie leert das Lager. Das heißt, wir müssen neu befüllen. Kriegen wir aber hin. Ja, bleibt so. Okay, Herr Turci ist dran. Ihr merkt schon, das Spiel hat durchaus eine Plan-, also eine Grübelzeit.
im Mehrpersonenspiel kann das durchaus zu Pausen führen, auch für vielleicht für längere Pausen, gerade wenn man zu viert ist, dass ein Spieler drei Kollegen hat, die lange grübeln, bis er dann wieder dran ist. In der Zeit kann man selbst aber weiter grübeln. Also ich habe es noch nicht zu mehreren Spielern gespielt. Wenn ihr Erfahrungen habt, könnt ihr gerne in den Kommentaren darüber berichten. So, Herr Turci wählt Forschung und Entwicklung und geht da natürlich nach ganz oben. Das passt. Und dann ist als nächstes Herr Laferda dran und er wählt die untere Karte, Design, da will er nicht hin. Da darf er nämlich nicht mehr hin, also geht er in die Verwaltung. Okay, das haben wir auch geklärt. Dann geht es los mit Herrn Turci, einmal in die Fortbildung. Und dann schauen wir nochmal, was er macht. Er verbessert ein Design. Das ist dieses hier. Und zwar der Antrieb für den Sportwagen. Hier wird dieser Platz blockiert. Der Antrieb wird einmal hochgewertet. Und die zwei Punkte, die dieses Teil jetzt wert ist, bekommen die Kollegen. Und die verliere ich. 1, 2. Okay. Das hat er gemacht. Und er holt sich ein Auto, und zwar, es stehen jetzt zwei Autos in der Teststrecke. Und das heißt, ein Autoteil. Er wählt sich ein Auto entsprechend Sandras Aufenthaltsort. Schaue ich mal, ich glaube in der Solo-Regel habe ich was anderes gelesen für die Forschung und Entwicklung, für die Teststrecke. Quatsch. Verbessere ein Design, erhöhe den Wert des Autoteils, nimm das Auto mit dem höchsten Produktionspunktewert. Genau, das ist es. Ich habe mich in der Abteilung vertan. Hier, nimm das Auto mit dem höchsten Produktionspunktewert. Wir schauen, es sind zwei Autos und die haben hier einen Produktionspunktewert. Das teuerste ist der Konzeptwagen, der schwarze. Das nächste ist der Sportwagen. Das heißt, Herr Turci nimmt sich den Sportwagen und dafür rückt dann, das ist ja sein Zug, das Auto einmal nach vorne, der Pacecar, und alle Autos rücken hinterher. Und das war sein Zug. Ja. Okay, Sandra ist dran. Wir werden bewertet und verlieren, weil wir eben keine drei Autoteile in unserem Lager haben in der Logistik, verlieren wir einen Punkt. Und was Sandra in der Logistik macht, ist, sie entfernt aus jedem Lager alle Teile bis auf eins. Das ist nur dieses hier. Und damit ist Sandra auch durch. Wir sind dran. Wir haben drei Schichten zur Verfügung. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal zwei Schichten ausgeben für die Fortbildung zum Experten. Das führt dazu, dass wir diesen Marker kriegen. Den tauschen wir wieder gegen einen von unserer Farbe in unserem Board. Und wir kriegen diese Auszeichnung. Das ist ein Buch. Sehr schön. Einmal nach hier links. Und wir kriegen drei Punkte. 1, 2, 3. Damit sind wir wieder bei 29. Jetzt habe ich noch eine Schicht und könnte noch theoretisch über meine Gutschrift eine weitere ausgeben. Und ich glaube, das machen wir auch. Und zwar werde ich erst eine Bestellung auslösen. Ich habe jetzt hier Karosserieteile, die ich vor allen Dingen bestellen könnte, oder auch Batterien. Und ich glaube, auf die lege ich Wert. Ich lege die Karte mal so hin. Genau. Gebe diese Bestellung auf, kriege dafür eine Zeitgutschrift von einem. Und stelle hier entsprechend oberhalb der Linie das, was hier oben reinpasst. Zweimal Batterie und einmal Antrieb. Und Fahrgestell passt nicht, ist nämlich unterhalb der Linie. Also geht es hier weiter mit Elektronik und die Assistenzsysteme wären oberhalb, das passt auch nicht. Ja, das ist diese Bestellung und die kommt hier unten drunter und wir ziehen eine Karte nach von oben. Diese Karte, und dafür können wir uns jetzt, das war die erste Ausgabe, dafür kriegen wir noch eine Zeitgutschrift, die habe ich uns hier markiert. Und jetzt gebe ich als vierte Schicht noch eine aus und hole mir aus einem Lager beliebig viele. Und das sind jetzt, jetzt kann ich es mir sogar aussuchen, beide Ziele wären möglich.
Nein, das sind ja nicht Teile, das sind ja verbesserte Designs. Aber um das zu tun, brauche ich die Teile. Verbesserte Designs für Elektronik und Batterie gibt es noch nicht so viele. Liegen beide auch hier. Kann ich mir nachher holen. Also hole ich mir erstmal die Teile dafür. Nehme ich mal die Batterien. Gut, damit habe ich meinen Zug beendet und bin fertig. Und jetzt bekomme ich die Zeitgutschrift. Also ihr seht, so eine Kanban-Bestellung, die man hier auslöst im Lager, die macht sich im Prinzip wieder bezahlt, weil die Schicht, die man dafür ausgibt, kriegt man hier gut geschrieben. Das passt. So, und mein Zug ist zu Ende. Jetzt kommt das vierte Buch hier hin. Ich brauche am Schluss drei. Ich kann also jetzt noch eine irgendwo ausgeben für eine Fortbildung. Das wäre dann in der Verwaltung oder in der Produktion noch sinnvoll möglich. Ja, gerade in der Verwaltung, wo man sowieso nur zwei Schichten hat maximal, da ist das vielleicht noch eine Idee. Gut, dann ist Herr Lacerda dran. Er geht auf jeden Fall in der Fortbildung eine weiter und dann dort, wo Sandra steht. Und weil er in der Verwaltung ist und schon zertifiziert ist in der Verwaltung, macht er das da, wo Sandra steht, gerade nochmal mit der Fortbildung. Und damit ist auch Herr Lacerda jetzt Experte in der Logistik. Das war der Zug. Und damit ist der Tag wieder rum. Wir gucken aufs Recycling. Schauen mal nach Batterie und Antrieb. Wir müssen eine neue Auswahlkarte nehmen. Mit Assistenzsystem gegen Batterie ergäbe sich ein gültiges Recyclingpaar, das passt. Dann kommt die Batterie raus, hier kommt ein Assistenzsystem rein. Haben wir einmal recycelt und damit ist der Tag vorbei. Alles wieder auf den Ablagestapel, zwei neue Plankarten. Okay, Produktion ist jetzt wahrscheinlich und vielleicht Forschung und Entwicklung. Und die Auswahl beginnt oben bei Herrn Turci. Er wählt die obere Karte, Forschung und Entwicklung. Darf er nicht, also geht es auf jeden Fall in die Produktion. Sandra geht ins Design, würde dort jetzt bewerten den schlechtesten, das sind nicht wir, also haben wir da keinerlei Punktverlust zu befürchten. Wir brauchen aber auch Designs, die wir verbessern können. Wir könnten uns zum Beispiel nehmen diese beiden Designs gleich. Nein, können wir nicht, weil Sandra mit ihrer Aktion dafür sorgt, dass diese vier Plättchen wieder nach unten gelangen und diese vier nach vorne rücken. Und das Batteriedesign für den SUV zum Beispiel, das könnten wir uns nehmen. Wir können dann das Batteriedesign für den SUV verbessern. Und vielleicht rückt auch noch ein Batteriedesign nach. Schauen wir gleich mal. Dann hätten wir nämlich zwei Batteriedesigns, die wir verbessern könnten. Ja. Gehen wir ins Design oder gehen wir in die Produktion und stellen dort Batterien bereit? Für welches Fahrzeug? Was käme raus? Als erstes käme ein Sportwagen raus. Wir könnten auch ein SUV bauen, wenn wir dort oben sind. Oder einen Kleinwagen, ein SUV. Ein SUV, dafür bräuchten wir aber eine Karosserie oder ein Fahrgestell, was wir beides nicht haben. Eins könnten wir uns durchs Recycling. Also, ja, es ist schwierig. Ich finde jetzt nicht auf Anhieb die beste Lösung. Verbesserte Designs für Batterien, für Antriebe haben wir nicht. Okay. Nein, wir könnten immer noch so einen Sportwagen brauchen. Eigentlich sogar zwei. Also wäre jetzt vielleicht ein Auto bauen auch nicht schlecht. Wo könnten wir denn unsere Batterien in der Produktion einsetzen? Herr Turci baut auf jeden Fall ein Auto. Und wir könnten uns dort fortbilden. Also wir gehen tatsächlich mal in die Produktion. Wir sorgen mal dafür, dass mindestens ein Sportwagen auf die Strecke kommt. Das wird auf jeden Fall passieren durch Herrn Turci. Und vielleicht können wir einen Kleinwagen hinterher schieben. Gucken wir mal, was passiert. Und jetzt ist Herr Lacerda noch mit der Auswahl dran. Und die obere Karte geht auch in die Produktion, da ist belegt, das heißt, er geht in die Logistik.
Okay. Schauen wir es uns an und wir sehen auch, nach diesem Arbeitstag wird dann Sandra wieder in die Verwaltung kommen und dadurch passiert dann auch wieder am Ende des nächsten Arbeitstages eine Wochenwertung. Damit wären wir bei den Wochenwertungen am Ende angelangt. Es werden, sollte bis dahin noch kein weiteres Meeting erfolgen, um dann die Abschlusswertung einzuleiten, würde trotzdem weitere Wochenwertungen durchgeführt werden und der Zähler würde bei der 3 einfach stehen bleiben, solange bis das zweite Meeting stattgefunden hat. Okay, legen wir los. Produktion bei Herrn Tocci. Als erstes würde, hier steht es ja auf der Karte auch nochmal, als erstes würde alle Teile eines Fahrzeugs, wo alles voll belegt ist, weggenommen werden. Das ist nicht der Fall. Und er stellt ein Autoteil zur Verfügung und produziert entsprechend Sandras Position. Sandras Position hieße, sie steht im Design, im Konzeptfahrzeug. Und das Autoteil, was er bereitstellen möchte, ist das Assistenzsystem. Assistenzsystem im Konzeptfahrzeug ist verbessert und kann also bereitgestellt werden. Und Herr Tocci bewegt sein Auto immer nach links. Das heißt, es wird ein neues Konzeptfahrzeug in die Produktionsstraße gebracht. Die anderen rutschen auf und das SUV rutscht nach vorne. Ja, das ist spannend. Denn so ein SUV könnten wir auch brauchen. Wir haben ja hier noch ein Design, was wir ausgeben können, um uns das SUV von der Teststrecke zu holen später. Das hat er gemacht, der Herr Tocci. Und was wir vergessen haben, ist die Fortbildung für ihn. Das ist die hier. Das haben wir auch. Und damit haben wir ihn da auch fertig. Passt das, dass Herr Tocci an zwei Stellen noch nicht zertifiziert ist? Ja, einmal da oben und einmal hier in der Verwaltung. Okay, gut. Damit ist Herr Tocci durch. Wir sind dran. Wir könnten jetzt einen Sportwagen auf die Teststrecke schieben und ein SUV auf die Teststrecke schieben. Beide stehen hier direkt vor den Toren zum Rausrollen. Einen Kleinwagen oder ein Konzeptfahrzeug kriegen wir nicht raus, wegen des Bedarfs, den wir hier wieder mit einem Vortragsmarker belohnen könnten. Aber das geht nicht. Schauen wir mal, was haben wir. Wir haben Batterien und wir könnten einmal recyceln. Das heißt, wir müssen mindestens einmal eine Batterie bereitstellen. Und tja, was sammeln wir? Sportwagen oder den SUV? Das Sportwagen-Design liegt hier, was wir gut nehmen könnten, um uns den Wagen von der Teststrecke zu holen. Das SUV-Design haben wir schon. Wir fangen mal mit dem Sportwagen an. Vielleicht schaffen wir es vor dem Meeting noch, einen zweiten Sportwagen uns zu nehmen. Schauen wir mal an, was wir für den Sportwagen bereitlegen müssten. Wir müssten einen Antrieb bereitlegen, den wir nicht haben und den wir auch nicht durchs Recycling holen können. Und wir haben auch keinen Autoteile-Gutschein dafür. Das ist nicht gut. Also können wir keinen Sportwagen produzieren. Müssen wir aber auch nicht. Wir können ja ein anderes Auto produzieren und dadurch etwas nur nach vorne schieben, rausschieben. Gucken wir mal, was wir produzieren können. Batterie, wir könnten einen Kleinwagen produzieren und aus dem Recycling können wir uns ein Assistenzsystem holen. Damit können wir auch jedes Fahrzeug produzieren, bis auf den SUV. Wenn wir jetzt bei den Kleinwagen einen nach vorne schieben, rutscht der Sportwagen aus der Mitte raus. Oder wir schieben, gucken wir mal, was wir brauchen, um ein SUV zu produzieren. Ja, wir recyceln einmal Batterie gegen Fahrgestell und stellen ein verbessertes Teil für den SUV zur Verfügung und verursachen die Produktion eines SUV. Okay, so, das hat nämlich jetzt zur Konsequenz, dass wir erstmal den einen Punkt kriegen. Einen Bedarf erfüllen wir nicht, der Wagen rutscht auf die Teststrecke, auf die Position 2. Eine Schicht ausgegeben. Dann geben wir erstmal noch ein Buch aus, um uns hier fortzubilden. Und geben die zweite Schicht aus
für die nächste Fortbildung und werden jetzt Experte in der Produktion, kriegen wieder den Vortragsmarker, positionieren unseren letzten Vortragsmarker hier, bekommen die Auszeichnung, nochmal 2 Punkte und die 3 Punkte, um als Experte hier anzutreten, bekommen wir auch sofort. Damit sind wir bei 35, das hat auch gut geklappt. Jetzt haben wir 2 Schichten ausgegeben. Wir haben noch eine 3. Schicht, die wir ausgeben können. Und da könnten wir jetzt dafür sorgen, tatsächlich mal schauen, ob wir dafür sorgen können, dass das Konzeptfahrzeug nach vorne kommt. Eine Batterie haben wir. Wir können nicht recyceln. Wir können nicht reinschieben beim SUV die Batterie. Nein, können wir nicht, weil wir keine Karosserie haben. Die müssten wir als erstes bereitstellen noch. Das heißt, wir können das Konzeptfahrzeug nicht nach vorne schieben lassen. Wir können aber beispielsweise den Kleinwagen produzieren und damit rutscht der Sportwagen raus. Das machen wir mal. Damit geben wir unsere 3. Schicht aus. Und das heißt, wir produzieren einen Kleinwagen und schieben einfach nur alles gerade raus. Der Sportwagen rutscht nach vorne. Wir bekommen 2 Punkte für die Produktion und der Sportwagen rutscht hier hinter. Ja, damit haben wir 3 Schichten ausgegeben, sind auch in der Produktion zum Experten geworden, was auch hilfreich ist. Und damit sind wir fertig. Eine 4. Schicht wüsste ich jetzt nicht wofür. Wir haben kein Teil, was wir produzieren könnten. Passt. Okay, dann ist Herr Lacerda in der Logistik dran. Fortbildung braucht er nicht mehr, hat er schon. Und in der Logistik schauen wir mal, was sie dort machen. Er gibt eine Kanban-Bestellung auf, immer so, dass es zur Doppelseite zeigt und geschoben wird anhand von Sandras Position. Die ist unterhalb der Logistik, das heißt, die Karte bleibt so liegen. Das heißt, hier kommen 2 Assistenzsysteme, ein Fahrgestell, eine Karosserie und ein Elektronikteil. Und er wählt ein Autoteil aus dem Lager und nimmt 1 davon und alle anderen werden rausgenommen. Was er gewählt hat, ist die Elektronik. Das heißt, ein Elektronikteil. 2, 4, 6 Teile sind genommen. Die Bestellung ist ausgeführt. Und alle anderen gehen weg. Und er würde als Zertifizierter nimmt er noch ein zusätzliches Autoteil und dafür nimmt er dann das Assistenzsystem, das wäre dann hier. Aber jetzt sind wir bei 7 Teilen, aber die Kollegen dürfen maximal nur 6 haben. Wir schauen, wie damit umzugehen ist. Das ist die Logistik. Falls Sie ein 7. Autoteil erhalten würden, wird sofort dasjenige aus Ihrem Vorrat abgeworfen, das auf der Upgrade-Werteleiste den geringsten Wert besitzt. Okay, wir schauen mal, was wir haben. Die geringsten Werte ist die Elektronik. Das heißt, das geht verloren. Das heißt, die achten darauf, dass sie nur die wertvollen Autoteile haben. Gut, damit ist der Zug von Herrn Lacerda auch vorbei. Sandra ist dran, wir werden nicht bewertet. Und was sie in der Aktion macht, sie räumt diese Teile gemischt unter den Zentralstapel zurück. Und hier wird für massive Bewegung gesorgt. Beim Auffüllen immer von oben zuerst und dann unten. Okay. Oh, das heißt aber auch, dass dieses Designteil, was wir brauchen könnten, um uns den Sportwagen nachher zu holen, jetzt noch zusätzlich zu bekommen ist mit einer Zeitgutschrift. Das ist auch nicht schlecht. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Gut. Damit ist der Tag von Sandra auch erledigt. Wir schauen aufs Recycling, da passiert nichts. Ablage. Ablage. 2 neue Plankarten. Okay.
Verwaltung und Produktion. Herr Tucci könnte nicht in die Produktion, würde dann in die Logistik laufen. Und Herr Laferda, weil frei wird, vorher bin ich weg, würde in die Produktion gehen können, er würde auch in die Verwaltung gehen können. Wir wollen aber jetzt Designs, um uns die Autos nachher von der Teststrecke holen zu können. Das heißt, Herr Tucci wählt aber als erster noch aus die obere Karte in die Produktion. Das passt nicht für ihn, er geht dann in die Logistik. Wir wollen ins Design, haben wir gesagt. Das dürfen wir nicht, weil Sandra da steht. Wollen wir jetzt nur für das SUV oder den Sportwagen, also nur für ein Auto? Tja, ist vielleicht. Oder gehen wir in die Verwaltung? Wir müssen dringend ins Design. Herr Laferda geht auf jeden Fall in die Verwaltung. Wenn wir uns dabei hinstellen, auf den unteren Punkt, Sandra geht auf ihren Schreibtisch, wenn wir uns hier hinstellen, dann würde Herr Laferda in die Forschung und Entwicklung gehen. Und er würde das vorderste Auto auch entfernen, also den Pickup. Das würde aber dafür sorgen, dass das Pace Car eine weiter rutscht und dass das SUV aufrückt hinter den Pickup. So, da stehen sie. Habe ich übersehen gerade, hinter dem Marker. Das SUV würde damit aber billiger werden. Gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt die Verwaltung blockieren. Wir blockieren für Herrn Laferda die Verwaltung. Dann wählt Herr Laferda aus. Die obere Karte möchte in die Verwaltung. Kann er nicht, weil wir da sind, dann geht er in die nächste Position, das ist hier. Sandra kommt hier auf den Schreibtisch, als nächstes kommt eine Wochenwertung. Ja, okay. Und vielleicht können wir auch eine Schicht ausgeben, um uns den SUV zu holen, noch bevor Sandra die Wochenwertung durchführt. Das könnte klappen. Also, Herr Laferda fängt an, Fortbildung braucht er nicht. Und was er dann tut als zertifizierter Mitarbeiter, in der Forschung und Entwicklung. Er verbessert ein Design. Das ist dann die Elektronik für das SUV. Elektronik, SUV, er belegt die Punkte und bekommt dafür die Elektronik jetzt zum allerersten Mal verbessert, die zwei Punkte, die wir dann verlieren. Und nimmt das Auto hinter dem Safety Car. Das bekommt er. Safety Car rutscht eine weiter vorn, alle Autos rutschen nach und als Zertifizierter verbessert er ein Design zusätzlich. Das ist jetzt der Antrieb für das Konzeptauto. Konzeptauto ist hier, der Antrieb dort, Bonusfelder sind keine mehr, dann ist es egal. Der Antrieb ist verbessert, rutscht auf 3 Punkte hoch, auf einen Wert von 3 und die 3 Punkte bekommt er auch. Auch das passt. Und damit ist Herrn Laferdas Zug vorbei. Herr Tucci, einmal fortgebildet und in der Logistik, das ist alles nicht so einfach, wählt ein Autoteil, das ist dann die Karosserie, entfernt alle bis auf eins und nimmt eins, behält eins davon. So, auch hier wieder sind 7 Teile, es werden nur die wertvollsten behalten. Die niedrigstwertigen sind jetzt Elektronik und Batterie, also geht ein Batterieteil weg. Wichtig zu wissen, diese Teile werden nachher zu Punkten in Höhe dieser Werte für unsere Gegner. Und das heißt, wir verlieren dort entsprechend Punkte. Aber wir können das auch nicht mehr beeinflussen. Wir haben jetzt 6 Autoteile mit entsprechenden Werten. Und diese Werte steigen eventuell noch, wenn weitere Teile genommen werden. Und das wird also durchaus nochmal sehr punktreiche, werden das punktreiche Verluste werden für uns. So, das hat er gemacht. Fertig. Wir sind dran. Wir können uns hier noch zum Experten fortbilden und die 3 Punkte holen und den Vortragsmarker. Und
Und wir könnten, das wären aber schon zwei Schichten oder ein Buch vielleicht noch. Wenn wir uns später noch ein Design hier holen, ist vielleicht auch noch eine Idee. Was wir auf jeden Fall machen ist, wir arbeiten eine Schicht in der Forschung und Entwicklung und führen hier diese Aufgabe aus, nämlich holen uns das SUV, legen das Designteil zurück unter den Stapel und haben das hier in unserer Garage und legen das hier hin. Das sorgt für zwei Bücher und es sorgt dafür, dass wir die Garage 4 und 5 belegt haben, jetzt mit dem SUV, und wir haben diese beiden verbesserten Designs für das blaue Auto, für den SUV, und das wiederum sind jetzt getestete Designs, nämlich die Karosserie und das Fahrgestell. Das gibt gleich in der Wochenwertung nochmal entsprechend mehr Punkte. Und ihr seht jetzt, warum eigentlich auch mehr Spieltiefe erforderlich wäre. Aufgrund des Kamerawinkels kann ich jetzt euch leider nur ein bisschen zusammengeschobene Bilder zeigen. Alles klar, das kriegen wir aber hin. So, das war die Schicht, die wir hier ausgegeben haben. Oben in der Forschung und Entwicklung brauchen wir nichts weiter zu arbeiten. Das heißt, hier rutscht das Auto eine weiter und das Sportfahrzeug rutscht nach. Und wir geben jetzt zwei Bücher aus, die habe ich hier liegen, die ich gerade eben gewonnen habe da oben. Wo habe ich sie gewonnen? Hier durch die, wo habe ich die zwei Bücher? Durch das Positionieren in der Garage, genau. Die kommen gleich erst, aber ich habe ja hier schon drei gehabt. Die zwei gebe ich aus, um hier zum Experten zu werden, bekomme den Vortragsmarker und die Auszeichnung, ein Autoteile-Gutschein. Auch nicht schlecht. Und drei Punkte, weil ich hier Experte geworden bin. So, jetzt ist die Frage, geben wir noch eine zweite Schicht aus? Ich muss aber noch mal nachgucken. In der Verwaltung, wenn man dort arbeitet, ob ich die Schicht bezahle, um dort drüber zu kommen und dann hier noch mal eine Schicht ausgebe, oder ob ich nur die eine Schicht bezahle, um dort oben die Tätigkeit durchzuführen. Das schaue ich noch mal kurz nach. Verwaltung. Nein, man kann eine andere Abteilung wählen, in der man Schichten zwischen und Bücher auch zwischen diesen beiden Abteilungen dann beliebig aufteilen und einsetzen kann. Okay. Ich hatte eine Schicht in der Forschung und Entwicklung ausgegeben. Ich kann jetzt nicht noch eine Schicht in einer anderen Abteilung ausgeben. Ich habe hier für die Arbeit, für den Arbeitsschritt, für den Tag nur für die Verwaltung und die Forschung und Entwicklung ausgewählt und kann auch nur zwischen diesen beiden meine beiden Schichten ausgeben. Eine Schicht habe ich ausgegeben, ich hätte jetzt noch eine zweite. Ich habe aber kein Design, das ich verbessern kann. Ich habe keine Fortbildung, die ich mir extra durch eine Schicht ausgeben muss. Doch, ich hätte mir ein Buch sparen können. Das bewahren wir uns mal noch auf. Wobei, ja, das bewahren wir uns mal trotzdem auf, genau. Wir brauchen jetzt keinerlei Fortbildung mehr, wir sind überall Experte. Und damit sind wir auf jeden Fall safe, was das angeht. Aber ich habe die zweite Schicht, hätte ich jetzt ausgegeben für den zweiten Fortbildungsschritt, damit habe ich mir ein Buch gespart. Mein Zug ist vorbei. Ich bekomme die beiden Bücher, habe jetzt vier, drei waren das Ziel. Mehr Punkte kriege ich dadurch aber auch nicht. Der Vortragsmarker bleibt hier liegen, der Autoteile-Gutschein kommt zu mir und ich habe ein SUV. So. Es folgt Sandra mit der Wochenwertung. Erstmal wird hier der schlechtest fortgebildete Spieler bewertet. Das trifft nicht uns, da passiert nichts. Und jetzt führt die Wochenwertung durch. Auch hier, ich gucke nochmal in die Gedankenstütze. Wenn ich mich recht entsinne, wird für jedes Auto in der Garage, bekomme ich einmal für jede Verbesserung an diesem Fahrzeug einen Punkt und für jedes getestete Design, was ich selbst bei mir liegen habe, auch einen Punkt. Ich habe den Pickup hier liegen.
Für den Pickup gibt es insgesamt zwei Verbesserungen. Das wären diese zwei Punkte. Und ich habe hier noch einen Punkt, das wären drei Punkte, die ich für den Pickup bekäme. Und für den SUV gibt es drei Verbesserungen und ich habe zwei, das macht fünf Punkte. Also in der Summe wären es die drei und die fünf Punkte. Das wären dann acht Punkte, die ich bekäme. Die trage ich mir ab. 5, 1, 2, 3, sind wir bei 43. Aber die Kollegen bekommen auch Punkte. Sie bekommen nämlich für jedes verbesserte Design, was hier steht, das sind drei Stück, bekommen sie auch Punkte. Und ich glaube, das sind zwei Stück. Auch hier, ihr merkt, die Regeln wirklich komplett zu verinnerlichen, das braucht eine Weile und das ist mir auch noch nicht gelungen. Die erhalten zwei Punkte für jedes verbesserte Design. Das sind sechs Stück, die ich gerade, sechs Punkte, die ich wieder abgezogen bekomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut. Damit ist Sandras Wertung auch durch. Wir sind bei 3 Wochenwertungen. Und es geht ein neuer Arbeitstag los. Wir schauen aufs Recycling. Da haben wir einige Teile liegen. Die Auswahlkarten sind aber durch. Also müssen wir einmal neu mischen. Und guck mal, ob sich ein gültiges Recyclingpaar ergibt. Assistenzsystem mit zum Beispiel Fahrgestell wäre ein gültiges Recyclingpaar. Dann wird das gemacht. Und damit ist der Tag auch rum. Neue Plankarten aufdecken. Und damit sind wir am nächsten Arbeitstag nach der nächsten Wochenwertung. Weitere Wochenwertungen führen jetzt nicht mehr dazu, dass dieser Zähler erhöht wird. Und dann geht's los mit Herrn Laferra. Unterste Karte, Logistik. Passt. Herr Tocci, oberste Karte, Verwaltung. Passt auch. Wir sind dran. Was haben wir gesagt? Wir brauchen Designs. Wir würden uns nämlich vielleicht gerne den Sportwagen holen. Das liegt hier. Dann gehen wir hier hin. Das können wir tun. Um die Fortbildung brauchen wir uns nicht zu kümmern. Sandra geht oben in die Forschung und Entwicklung. Und sie sorgt dafür, dass ein Meeting stattfindet. Also wir kommen dem Ende jetzt nah. Jetzt ist die Frage, ob es eine kluge Entscheidung war, in das Design zu gehen. Ja, das brauchen wir, sonst können wir uns den Wagen nicht nehmen. Wir kommen aber... Ja. Den Wagen kriegen wir nicht mehr. Ja, den Wagen kriegen wir nicht mehr. Das ist tatsächlich so. Sandra wird jetzt gleich das Auto und den Pacecar nach vorne schieben. Damit wird der Meeting-Marker hier rübergelegt. Dann sind wir alle noch jedes Mal noch einmal dran. Dann erfolgt das Meeting. Das heißt, ich habe keine Gelegenheit mehr, das Design, was ich mir eventuell noch nehme, einzusetzen, um mir den Sportwagen nehmen zu können. Da werden wir also keine Punkte kriegen können, für den kleinen Wagen auch nicht. Für die verbesserten Designs hier auch nicht. Also diese Leistungsziele hier unten haben wir alle nicht erfüllt. Da müssen wir uns auf die da oben konzentrieren. Das ist ungeschickt gelaufen, aber dafür kriegen wir unser Abschlussziel noch erledigt, nämlich für die 7 Zeitgutschriften. Die holen wir uns nämlich gleich, wenn wir hier die Designs nehmen. Dann kriegen wir das hier auch noch eingesetzt. Das passt. Und dann müsste es dann zu der Schlusswertung kommen. Okay. Dann müssen wir das wohl tun. Also, Sandra bewertet den schlechtest fortgebildeten Spieler in der Forschung und Entwicklung. Sind nicht wir. Dann passiert da nichts. Und was sie noch macht in der Forschung und Entwicklung, sie zieht das Safety Car ein Feld weiter. Alle anderen Autos ziehen nach. Der Meeting Marker kommt hier rüber. Und das ist okay. Ich
gucke nochmal in die Regeln fürs Meeting. Das geht am Ende des Tages. Produktionszyklus, Marker und Wochenmarker zeigen auch an, wann das Spiel endet. Sobald sich einer von beiden mindestens auf dem zweiten und der andere auf dem dritten Feld befindet, wird das Ende des Spiels eingeleitet, beendet die Runde inklusive einer möglichen Wochenwertung, einem Meeting oder beidem und geht dann zur Schlusswertung. Jawohl, es kommt also nicht nochmal zu einer neuen Wertung. Nach dem Meeting ist dann tatsächlich auch Feierabend, dann machen wir die Schlusswertung. Alles klar, das hat sie jetzt gemacht. Jetzt zog es rum. Logistik. Wir schauen auch zur Sicherheit nochmal drauf. Es wird eine Kanban-Bestellung ausgelöst, das wissen wir. Und entsprechend der Position von Sandra liegt die Karte jetzt oben. Es kommen also zwei Elektronikbauteile, eine Batterie, ein Assistenzsystem und ein Antrieb dazu. Das war das. Und jetzt werden nochmal Autoteile genommen. Und zwar zwei Stück. Einmal ein Fahrgestell. Und wieder werden nur die wertvollsten behalten. Dann geben wir eine Batterie ab. Und das zweite ist noch eine Batterie. Die nimmt er sich auch. Und das wertvollste wird behalten. Die Batterie ist das wertloseste. Das gibt er ab. Und damit ist der Zug auch rum. Ups, kleines Insekt. Vorbei. Wir stehen im Design. Fortbildung braucht man nicht mehr. Fortbildung hier war auch nicht nötig, nicht möglich. Wir stehen im Design, haben drei Schichten, die wir ausgeben können. Mit zwei Schichten nehmen wir uns diese beiden Designplättchen, was zu zwei Zeitgutschriften führt. Die brauchen wir gleich auch für das Abschlussziel. Und die dritte Schicht. Das werden jetzt nur Designs, die wir hier ablegen können. Dann nehmen wir uns noch eins. Das spielt eigentlich keine Rolle. Nehmen wir uns zum Beispiel noch ein entsprechendes Design hier und kriegen noch ein Buch gut geschrieben. Das gibt nachher vielleicht noch einen Punkt. Genau, drei Züge. Alles rutscht nach. Boden zuerst aufgefüllt, dann unten. Wir bekommen die zwei Zeitgutschriften. Das Buch kommt hier rüber. Da haben wir entsprechend viele. Und der Vortragsmarker, den haben wir hier. Der bleibt noch liegen. Wir sind voll ausgerüstet. Das passt. Damit ist unser Zug vorbei. Der Tochi bildet sich hier einmal fort und dann bildet er sich in der Abteilung fort, in der Sandra steht. Das führt hier zum Experten. Das heißt, er geht nach hier. Und damit hat er auch seinen Job getan. Die Runde ist beendet. Es findet ein Meeting statt. Wir schauen drauf. Herr Tucci bekommt drei Vortragsmarker und fängt, wie auch im letzten Meeting, von rechts beginnend an. So, Herr Laferda bekommt jetzt, weil es das zweite Meeting sein wird, zwei Vortragsmarker und fängt gleich von links beginnend an, seine Ziele zu setzen. Und wir beginnen aber insgesamt. Okay. Hier könnten wir uns 8 Punkte holen. Dann würde aber Herr Laferda diese 4 Punkte blockieren. Dann würde Herr Tucci hier sich 4 Punkte holen. Und dann könnten wir uns hier diese 4 Punkte noch holen. Dann hätten wir zwei Vortragsmarker benutzt. Und die anderen Ziele sind tatsächlich nicht interessant für uns. Wenn wir uns hier das als erstes holen würden, würde Herr Laferda auch diese 8 blockieren. Wir würden auch hier nur 4 bekommen. Das heißt, in der Summe bekommen wir auf der Seite hier 8 und hier das eine kriegen wir auch. Hier würden wir nichts kriegen. Und auch mit den anderen Zielen, da wäre nicht komplett lost, da kriegen wir tatsächlich nichts. Das heißt, wir brauchen für unser Meeting, um unsere Punkte zu bekommen,
maximal 2 Vortragsmarker, was uns wieder die 3 übrig lässt für die Abschlussbewertung, was auch in Ordnung ist. Da kriegen wir noch ein paar Punkte. Okay, gehen wir es durch. Wir beginnen mit einem Vortragsmarker hier auf der Garage 4 und 5 sind besetzt, liebe Sandra. Da sagt sie, alles klar, kriegst du 8 Punkte. 1, 2, 3, 45 Punkte sind wir dann. Dann sagt Herr Laferder, der als nächster dran ist, ich bin zertifiziert, ich bekomme auf jeden Fall 4 Punkte, die verlieren wir. Dann sagt Herr Turci, auch er blockiert oben, aber er bekommt nur 4 Punkte. 1, 2, 3, 4. Und jetzt sind wir wieder die 8 Punkte los, die wir eben geholt haben. Wir setzen unseren zweiten Marker ein hier und holen uns wieder 4 Punkte. Herr Lacerda ist dran mit seinem zweiten Marker, bekommt hier einen Punkt. Ihr erinnert euch, der höchste Multiplikator, der ist hier die 1. Den verlieren wir. Herr Turci ist dran. Hier hat er schon gesetzt, da darf er nicht nochmal setzen, da kann er nicht setzen, da kann er nicht setzen und da kann er nicht setzen. Das heißt, er muss passen. Jetzt wären wir wieder dran. Wir müssen eine Karte ausspielen. Keinen davon bringt uns Punkte. Wir haben kein grünes Fahrzeug, wir haben kein rotes Fahrzeug. Wir haben kein verbessertes Design für Elektronik und keines für Batterien. Wir spielen die einfach nur aus. Die Kollegen setzen aber auf diese Karten nicht. Herr Laferde hat keine Steine mehr, keine Marker mehr. Wir brauchen auch keinen mehr setzen. Damit ist das Meeting beendet. Ja, wir sind mit dem Meeting durch. Der Marker käme zurück. Der Marker einen weiter vorne. Und damit kommt jetzt die Schlusswertung. Erstmal wird das Meeting beendet. Die Marker gehen in den Vorrat zurück. Die Marker gehen bei mir raus. Ich habe hier noch einen generischen. Das führt dazu, dass ich hier noch einen vierten Marker habe. Und Recycling findet keines statt. Damit ist diese Runde beendet. Und der neue Tag würde beginnen, so. Aber jetzt kommt eben... wir müssen hier noch aufräumen. Habe ich vergessen? Ja. Die 4 Ziele kommen weg. Ich muss 2 ausspielen. Meinetwegen die beiden. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Es kommen 2 neue dazu. Und ich muss auf 4 auffüllen. Die mir jetzt aber auch nichts mehr bringen. Die 9 Ziele würden hier liegen. Okay. So könnte jetzt der neue Tag beginnen. Aber jetzt haben wir 3 und 2. Das heißt, jetzt erfolgt die Schlusswertung. Und da möchte ich wirklich keine Fehler machen. Das heißt, wir gucken uns die Schlusswertung an. Die hat einige Phasen. Und in der Solo-Regel wird die Fortbildung etwas anders bewertet. Das müssen wir uns in Ruhe anschauen. Da ist es nämlich nur der fünfte Bewertungsschritt, der jetzt habe ich hier mit den Regeln einen Streit. Genau wie in der Mehrspielerpartie bewertet man seine Punkte, wobei auch hier natürlich noch deine übrigen Vortragsmarker für besondere Erfolge ausgeben. Für den fünften Wertungsschritt gilt aber die andere Regelung. Okay. Gut, die ersten 4 Wertungsschritte sind also die gleichen, nur für uns. Wir ermitteln unsere Punkte. Für jeden Erfolg, den du auf dem Abschlusszielplättchen werten möchtest, und wir können werten, diesen Erfolg, wir haben sogar 8 Zeitschriften, wir können den werten, wir haben sogar 4 Bücher, wir können den werten, wir sind sogar überall Experte. Also möchte ich überall Vortragsmarker ausgeben. Okay. Das heißt, wir bekommen die 21 Punkte für diese 3 Vortragsmarke. 21 Punkte, bei 40 wären wir dann bei 61. Ich klappe das mal um als erledigt. Die 3 Vortragsmarker werden mir jetzt nachher natürlich nicht mehr bewertet, die habe ich eingesetzt. So, pro Schicht auf meinem Zeitkonto bekomme ich noch einen Punkt. Ich habe 8 und 61 sind 69. Dann bekomme ich einen Punkt für jeden Vortragsmarker, jedes Buch und jeden Autoteile-Gutschein auf meinem Tableau. 1, 2 und 5 sind 7 Punkte und 69 sind 76. So. Dann bekomme ich Punkte für jedes Auto in meinen Werkstätten,
und zwar entsprechend des Fahrzeugwerts, der hier abgebildet ist. Ich bekomme für den SUV 3 Punkte und für den Pickup 4 macht 7 Punkte. 76, 83. Keine Sorge, das sieht jetzt hoch aus, aber die Kollegen werden gleich auch noch bewertet. Da verliere ich noch Punkte ohne Ende. Das ist das. Der fünfte Schritt wird anders bewertet, aber wir können schon mal zum sechsten gehen. Für jedes deiner getesteten Designs, das sind die drei hier, erhältst du Produktionspunkte in Höhe des Wertes des Autoteils, das darauf abgebildet ist. Also, hier bekäme ich 3. Und hier bekäme ich 5 und 5 sind 10, macht 13 Punkte. Macht 96 Punkte. So, jetzt kommt noch die Fortbildung. Ich bekomme 5 Punkte für jede Fortbildungsleiste, auf der ich an vorderster Stelle bin. Gleichstände werden aber wie üblich durch die Reihenfolge der Marke von oben nach unten aufgehoben. Das heißt, wer sich als letzter fortgebildet hat, ist weiter vorne. Weiter vorne bin ich also bei 1, 2, 3 Fortbildungsleisten. Das heißt, ich bekäme 15 Punkte. Das heißt 96, 1, 2, 3 auf 111. Aber das geht gleich jetzt rasant runter. Die Kollegen bekommen jetzt Punkte für 5 Punkte für jede, 5 Punkte für jede Fortbildungsleiste, auf der sich einer von beiden an vorderster Stelle befindet. Das sind 1, 2, jawohl, 2, da gehen wieder 10 Punkte runter. 2 Punkte für jedes Designplättchen, das sie besitzen, sowohl verbessert als auch normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mal 2, kurz abgetaucht, 14 Punkte bekommen die Kollegen, die bekomme ich abgezogen. 1, 10, 1, 2, 3, bin ich wieder bei 87. Jetzt bekommen sie 2 bis 6 Punkte für jedes Auto, das sie noch besitzen, je nachdem welchen Wert das Auto hat. Das hier sind 5. Das hier sind 4, macht 9 und der Kleinwagen sind 2, sind nochmal 11 Punkte. Das sind 77, 76. Damit sind die Autos bewertet. Und für jedes Autoteil entsprechende Punkte, was sie haben. Das ist eine Menge. Das sind einmal die 5. Das sind nochmal 8. Macht zusammen 13. Dann die 3 sind 16 und die 6 sind 22 Punkte. Also gehen wir erstmal 20 Punkte runter, sind wir bei 56 und dann nochmal 2 sind 54. Genau. Damit haben wir mit 54 Punkten das Spiel beendet. Und das heißt, wir haben im Prinzip überlebt, überstanden. Die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Und wir gucken mal, ob wir einen gewissen Rang erzielt haben mit 54 Punkten. Wir fangen von unten an und schauen mal, wie weit wir kommen können. Denn nicht nur die Punkte gelten als Rangbewertung, da spielen auch andere Faktoren mit rein. Praktikant, du hast zu Spielende mindestens einen Punkt und 2 getestete Designs. Jawohl, wir haben 2 getestete Designs und sogar 3. Stellvertretender Abteilungsleiter, 30 Punkte, auch die haben wir erreicht. 2 getestete Designs haben wir, 2 Schichten auf dem Zeitkonto haben wir und 2 Zertifizierungen haben wir auch. Wir wären also schon stellvertretender Abteilungsleiter. Werksleiter, 30 Punkte, 3 verschiedene Autos, die haben wir nicht geschafft. Getestete Designs im Gesamtwert von 12 Punkten. Ich glaube, die Designs waren mehr wert, aber das bringt nichts mehr. Wir sind auf jeden Fall kein Werksleiter und damit beenden wir dieses Spiel als stellvertretender Abteilungsleiter und sind damit fertig. Genau. Das war eine Runde Kanban EV im Solo-Modus gegen David Turci und Vita Lacerda und Sandra natürlich. Und ihr habt gesehen, dass ich mit diesen ganzen Auswahl- und Plankarten hier immer deren Bewegungen und Aktionen gesteuert habe. Dafür gibt es aber tatsächlich, jetzt schaue ich mal, ob ich euch das zeigen kann. Einen Moment.
Wo habe ich es denn? Hier. Dafür gibt es, ich verlinke euch das Ganze, bei gameswithtony.com einen Solo-Helper, bei dem man dann seine Farben eingeben kann und seine Aktionen bewerten kann. Und das hilft einem, dann braucht man diese ganzen Plankarten und Auswahlkarten nicht zu managen, sondern das trackt diese Web-Applikation, diese kleine Web-Anwendung, welche Aktionen die Kollegen gerade tätigen, sodass man dieses ganze Kartengedöns auch sein lassen kann. Es geht aber eben, wie ihr gesehen habt, auch so. Gut, auch das verlinke ich euch, habe ich gesagt. Und damit sind wir durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine Runde Kanban EV im Solo-Modus. Es hat jetzt eine Weile gedauert mit insgesamt 3 Videos. Ein Video für das Setup, 2 Videos für das Playthrough. Aber ich glaube, das war auch sinnvoll, das so aufzuteilen. Anders hätte es kaum geklappt in der Länge. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar, ein Like, ein Abo. Wenn euch irgendetwas aufgefallen ist, was ich falsch gemacht habe, und das möchte ich nicht ausschließen, dann auch dazu gerne eine Anmerkung machen im Kommentar. Ja, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bleibt gesund. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.